fährst so sexy Auto. Kleine Essenspause. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Vlog. Lenny, was geht? Es ist, Wir sind gerade dabei, Frühstück zu machen. Das hier ist von Knack und Back. Ich muss jetzt einmal reintun. So, also, wir werden jetzt erstmal ganz entspannt frühstücken, uns fertig machen und dann geht's los nach Weeze. Zu Freddy noch mal ins Studio. Heute werden wir noch mal ein paar Edits machen und Melanie kommt diesmal auch mit, was eigentlich ganz nice ist. Dann können wir ein bisschen vloggen. Es steht auf jeden Fall einiges an. Ich werde auch am Wochenende in Berlin sein. Sonny hat Geburtstag und zudem auch noch Release ihrer eigenen Klamotten-Brand. Und das wird, glaube ich, auch sehr, sehr nice, weil da werden unglaublich viele Leute da sein, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe und einfach jeder wird da sein. Das wird richtig nice. Tada! Wir machen immer so ein richtig schönes Frühstück. Diesmal aber leider kein Baguette, aber dafür... Wie heißt es nochmal? Brioche? Wie spricht man das aus? Brioche. Brioche? Brioche. Und was sagst du zu der Situation? Ich sitze wie ein Typ. Ich sitze wie eine kleine Schlampe. So Leute, wir haben uns fertig gemacht. Für uns geht es jetzt gleich los. Wir haben jetzt gleich 12 Uhr. Ich hoffe, der Verkehr ist nicht ganz so wild unterwegs, dass wir so 1,5 Stunden brauchen. Aber kann auch sein, dass wir nochmal 2 Stunden brauchen. Aber wir hören eh geile Musik und wir sind diesmal zu zweit. Ich bin nicht alleine, dann wird es ein bisschen nicer. Dann gehen die 2 Stunden auch schnell rum. Let's go. Mega super geil einfach, ne? Servus. Mann, jetzt schaut euch schon über deine Dreckschuhe. Mann. Wir müssen eigentlich mal ein Video zusammen drehen, Melanie. Das könnte man zusammen drehen mit dir. Ja, ich bin hoffnungsloser Fall. Kann man nichts zusammen drehen. Das stimmt. Total unlustig. So ein unangenehmes Fragenvideo auf entspannt oder so. Ein getrennt Fragenvideo mit Melanie, wie witzig. So über... So, das wäre voll... Ah, mein Arm. Ich finde es eigentlich lustig. Getrennt Fragenvideo mit Melanie. Und dann beantworten wir dieselben Fragen. Auch übereinander. Total witzig. Könnte wirklich witzig sein, aber ich glaube, ich mache es lieber mit Zedde oder irgendwem, der auch interessant ist. Achso. Spaß. Ich weiß, dass die Leute die Kombination Zedde und Ceclena voll feiern. Das Problem ist nur, dass Zedde einfach keinen Bock auf mich hat. Ja. Das ist das Problem. Scheiße. Hammert jetzt. Du siehst gut aus. Los geht's. Jeder, der in den Ampeln neben uns steht, denkt sich so, ach du Scheiße, ne? Fenster auf, diese Musik. Oh mein Jedes Gott. Mal. So geil. So geil. Die, die Ampel war Herbstkastanienrostbraun. Genau. Mega geil. So, Freunde, wo sind wir jetzt? In Weeze, an der Grenze von den Niederlanden. Guck mal hier, hier schön. Sieht wirklich schön aus. Ja, gib mal richtig Gas hier. Lass mal hier hochschleudern, die Geschwindigkeitszahl. Ja, ist schön hier. Ländlich. Ne? Ich würde echt gerne einfach jetzt nochmal nach Holland fahren, ein bisschen chillen am Strand oder so. Ja. Aber wir werden jetzt den ganzen Tag da sein und dann das. Und heute Abend geht's dann Zeit. Ins Flamongo. So. Freunde, wir sind angekommen. Tatsächlich, Freddy ist noch gar nicht da. Wir sind viel zu früh. Wir sind eine halbe Stunde zu früh. Deswegen gehen wir jetzt spazieren. Ich habe ja letztes Mal schon im Vlog gezeigt, dass Freddy hier sein Studio auf so einer Art Bauernhof hat. Was ganz witzig ist. Also hier ist es voll schön, hier ist so ein See noch. Ich glaube, geschlossen. Ja. Er baut halt gerade sein Studio selber zusammen mit YouTube-Videos. Das finde ich übel krass. Das wird richtig schön, er macht es richtig gut. Das ist eigentlich auch ganz geil hier. Ja, das nächste Mal, wenn schön. Wir hier sind, müssen wir das so einfahren, dass wir wirklich einfach mal so nach Holland reinfahren. Weil wir jetzt schon an der Grenze sind. Und dann auch komplett mitvloggen. Mach mal, lock mal das Pferd an. An was? Anlocken. Wie? Mhm. Das ist total peinlich. Nachher gehört das Pferd denen, die dann im Haus hinter uns wohnen. Das ist nicht peinlich. Was machen wir heute Abend? Wir werden heute Abend eventuell nochmal Billard spielen gehen. Wir waren letztens einfach, ganz spontan waren wir einfach in so einem Billardcafé, nachdem wir 3 Stunden lang in der Shisha-Bar zu zweit saßen. Und was geht eigentlich morgen ab? Was ist eigentlich Sonntag? Was waren da nochmal? Nick.
Du fährst nach Hause am Sonntag? Mhm. Ich habe irgendwas vor, ich habe es aber leider vergessen. Ach so, doch. Morgen mache ich ein bisschen Urban Decay, die Kooperation mit Jana zusammen. Morgen werden wir, wenn morgen wir das machen. Schminkt. Morgen machen wir das mit dem Schminken. Stimmt, ey, morgen ist auch wieder dann ein fetter Tag. Ey, die kommt auch um 14 Uhr, glaube ich. Yeah, 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 yeah. Ja. Nicht Fieber und so, aber... Ich. Ganz crazy, ganz viel dumm. Hallo? Entschuldigung. Können Sie mich nicht so nah filmen? Ist das wild, was wir hier machen? Ist wild. Ist wild, ne? Mhm. Was sagst du so? Was wird so in Zukunft kommen? Ne? Genau. Bye-bye, gut, danke. Das war's dann auch. Tschüss. Interview. Was machst du da? Das ist eine normale Flasche, normale Öffnung. Gates. So, wo geht's hin? Kleine Essenspause. Freddy bleibt jetzt drin. Weiter. Und wir gehen jetzt zu Subway und holen erstmal was Leckeres zu essen. Snacken. Let's go. Geht das? Ist das geht? Geht das? Schieb das. Nicht gegen das Auto fahren. Ah. Und jetzt genau dagegen. Ah. Paf! Links, rechts. Du so sexy Auto. Ich liebe das bei dir komplett. Geil, oh ja. Und jetzt gucken, dass mein Handy da nicht runterfliegt. Tschüss. Hier haben wir jetzt die Ware. Wir haben auch noch ganz viel Pizzagold. Und wir haben alle drei Chicken Teriyaki. Geil. Was sagst du? Ich finde die Adresse nicht mehr zurück. Ah, ich habe sie gefunden. Gut, dann fahren wir immer nach Hause. That she moved. That she moved.